Hallo, ich bin Katharina und ich möchte heute etwas über die Leber aus Sicht der TCM erzählen, aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin. Die Leber hat in der TCM vor allem eine Aufgabe. Sie sorgt für den freien Fluss des Qi durch unseren Körper. Das Qi kannst du dir ähnlich vorstellen wie die Lebensenergie, die unseren Körper versorgt. Das Qi soll eben frei durch den Körper fließen, gleichmäßig, regelmäßig, damit wir gesund sind. Das heißt, du merkst ein Ungleichgewicht deiner Leber, vor allem daran, dass du im Körper Spannungsgefühle hast. Typisch ist zum Beispiel an der Seite unter den Rippen, so Druckgefühle, Spannungsgefühle, dass du zum Beispiel Kopfschmerzen hast. Das heißt, wenn das Qi nicht frei fließt, kommt es zu Druckgefühlen im Körper, Spannungsgefühlen und auch Schmerzen. Und ich möchte dir heute jetzt noch genauer gesagt, fünf Merkmale sagen, woran du noch genauer sehen kannst, dass deine Leber nach TCM im Ungleichgewicht ist. Ich möchte noch betonen, das hat nichts mit den Leberwerten aus dem Labor zu tun, wie wir es hier im Westen gewohnt sind, sondern das ist rein aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin. Das heißt, es geht um ein energetisches Ungleichgewicht. Gut, das erste Merkmal sind deine Augen. In der TCM sagt man, die Leber öffnet sich in die Augen. Das heißt, alle Probleme, die bei den Augen auftreten können, wie Rötungen, Tränen, also viel tränende Augen, Jucken, sonstige Dinge, zeigen nach TCM ein Ungleichgewicht in der Leber. Beispiel, wenn du gerötete Augen hast, zeigt das eine Leberhitze. Wenn du gelbe Augen hast, eine gelbe Verfärbung, zeigt eine feuchte Hitze. Und wenn du trockene Augen hast, ist das zum Beispiel ein Blutmangel, weil die Leber speichert das Blut in der TCM und ist dafür zuständig, die Augen mit ausreichend Blut zu versorgen, damit sie gut befeuchtet sind und damit sie eine gute Sehkraft haben. Gut, das zweite Merkmal sind die Nägel. Die Leber zeigt sich in den Nägeln, das heißt in den Fingernägeln, in den Zehennägeln. Wenn du brüchige Nägel hast oder rissige Nägel, zeigt das zum Beispiel einen Blutmangel. Wenn du öfter einen Nagelpilz hast, zum Beispiel, oder auch verwachsene Nägel, bei den Zehennägeln ist das immer wieder zu sehen, verwachsene Zehennägel, dann zeigt das eine feuchte Hitze zum Beispiel. Oder wenn du glanzlose Nägel hast, zeigt das auch einen Blutmangel. Also eine gesunde Leber zeigt sich an gesunden, glänzenden, starken Finger- und Zehennägeln zum Beispiel. Das dritte Merkmal sind unsere Emotionen. Nachdem die Leber ja für den freien Fluss des Qi durch den Körper sorgt, sorgt sie auch für ausgeglichene Emotionen. Und wenn wir zum Beispiel Stimmungsschwankungen haben, also von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, und wenn das öfter vorkommt, dann zeigt das nach TCM eine Leber-Qi-Stagnation. Das heißt, dann fließt das Qi nicht frei. Wir sind plötzlich total am Boden zerstört, wegen einer Kleinigkeit vielleicht, und dann im nächsten Moment wieder eben himmelhoch jauchzend vergnügt. Es ist eben nicht ausgeglichen. Ein weiteres Merkmal für eine angespannte und auch zu heiße Leber sind Wutanfälle oder cholerische Anfälle. Das heißt, wenn jemand wirklich explodiert, in die Luft geht und zwar laut wird und vielleicht auch noch aggressiv, dann zeigt das eine Leberhitze nach TCM und auch eine Stagnation. Weil die Emotion, die nach TCM zur Leber gehört, ist die Wut. Und gleichzeitig kann aber auch ein frustriertes Gefühl vorherrschen, so ein Gefühl, als ob nichts weitergeht, als ob alles steckt und man ist frustriert, man kommt irgendwie nicht weiter in seinem Leben. Und das ist auch eine Stagnation vom Qi. Das Qi fließt nicht frei und dadurch bleibt alles irgendwie stecken. Und typisch für eine Beteiligung der Leber bei diesem Muster ist, dass auch Aggression dabei ist. Also eben wieder dieser Wutaspekt. Also die Frustration äußert sich nicht nur in Selbstvorwürfen und indem man sich sozusagen selber fertig macht, sondern sie richtet sich auch nach außen und kann teilweise ziemlich aggressiv werden mit Vorwürfen gegen andere und so weiter. Und das vierte Merkmal für ein Ungleichgewicht in der Leber betrifft uns Frauen und das ist die Menstruation.
Wenn du zu Menstruationsbeschwerden neigst, also wenn die Menstruation unregelmäßig ist, wenn du vor Beginn Kopfweh hast, wenn du Bauchkrämpfe hast und so weiter, dann zeigt auch das ein Ungleichgewicht in deiner Leber, weil die Menstruation sehr eng mit der Leberfunktion zusammenhängt. Und das Qi sorgt eben für jede Bewegung im Körper und unter anderem bewegt das Qi auch das Blut. Das heißt, wenn unser Blut nicht frei fließt, dann steckt da auch eine Qi-Stagnation dahinter. Oder wenn du zum Beispiel eine sehr spärliche, kurze Regelblutung hast, wenn da ganz wenig Blut nur kommt, kann das einen Leberblutmangel zeigen. Dann muss man das Blut stärken. Gut, und übrigens auch typisch bei PMS sind ja auch diese Stimmungsschwankungen und Kopfweh. Das sind so typische Leberbeschwerden. Und das fünfte und letzte Merkmal, das ich dir heute mitgeben will, es gibt natürlich noch mehr, aber ich möchte es heute mal kurz und knackig dir einen Einblick geben. Das fünfte Merkmal sind Verdauungsbeschwerden. Vor allem, wenn diese abwechseln. Das heißt, wenn du einmal Verstopfung hast, dann wieder Durchfall, wenn Blähungen da sind. Blähungen ist auch so ein typisches Zeichen, dass das Qi nicht frei fließt. Es bleibt sozusagen im Bauch stecken und dann kommen Blähungen. Und Druck, das hat auch mit Druck zu tun. Und typisch da wieder für die Leberbeteiligung ist, dass diese Verdauungsbeschwerden bei emotionalen Belastungen, bei Stress stärker werden. Das heißt, es hängt nicht unbedingt damit zusammen, was wir essen in dem Fall, sondern es kann sein, dass wir dasselbe Essen einmal gut vertragen, wenn wir zum Beispiel entspannt sind, wenn es uns gut geht, und ein anderes Mal, wenn wir einen schwierigen Termin vor uns haben oder einen Streit beim Essen haben, dass wir dann die Verdauungsbeschwerden bekommen. Typisch zum Beispiel vor einem, du musst einen Vortrag halten und bekommst kurz vorher Durchfall. Das ist dann ein Zeichen für die Leber-Qi-Stagnation bei den Verdauungsbeschwerden. Gut, es gibt natürlich dann eine Menge Tipps, was du alles für deine Leber ernährungsmäßig und auch von deinem Lebensstil her tun kannst. Einen ersten möchte ich dir gleich mitgeben. Wenn du merkst, dass du eine Leber-Qi-Stagnation hast, achte auf einen regelmäßigeren Lebensrhythmus. Das heißt, versuch durch eine äußere Regelmäßigkeit den inneren gleichmäßigen Fluss sozusagen zu unterstützen. Das bedeutet ein ausgeglichener Schlafrhythmus, das heißt nicht einmal früh ins Bett und einmal spät, sondern jeden Tag ungefähr zur selben Zeit und zur selben Zeit aufstehen. Ein guter Wechsel zwischen Erholung und Arbeit, zwischen Anspannung und Entspannung. Regelmäßige Mahlzeiten, ganz, ganz wichtig. Das heißt, nicht einmal nur am Abend essen und dann wieder fünfmal am Tag die ganze Zeit essen, sondern wirklich deine regelmäßigen Mahlzeiten ungefähr zur selben Uhrzeit einhalten. Allein damit tust du deiner Leber schon viel Gutes. Ich möchte dich herzlich zu meinem Blog einladen. Da gibt es einige Artikel zum Aufbau des Leberbluts, zur Lösung von Qi-Stagnation, zu Menstruationsbeschwerden und so weiter. Ich werde dann einige Links hier auch einblenden. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.